Patrick Benz wird am Samstag im Cup-Viertelfinale gegen Salzburg sein 100. Spiel für Austria Wien bestreiten. Mit seinen Teamkollegen ist er zufällig auf die Zahl gestoßen. Ja, ich glaube, da haben wir, das variiert jetzt eh vor kurzem, genau, und sind wir halt zusammengesessen hinten im Bus. Nach einem Sieg natürlich immer schöner, wenn man eine lange Busfahrt hat und auswärts gewonnen hat. Sind wir der Suti, der Teige und ich sind, ein bisschen, keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind und haben dann halt geschaut, ja, wer eigentlich schon viele Spiele hat, haben wir Grüne durchblättert, Suti durchgeschaut, einfach die Rekordspieler mal. Dann hat, glaube ich, der Suti gesagt, ja, schauen wir bei den Tormännern, wer da schon, oder wer da am meisten hat, war natürlich Franz Wohlfahrt mit am meisten. Der Abstand, glaube ich, sogar. Und dann ist bei mir auf einmal so 97 gestanden. Dann haben wir auch da 97 schon, ist ja ein Wahnsinn, bald ein 100. Und dann haben wir gesagt, pff, Wahnsinn, ist ja eh eigentlich schon viel für mein Alter. Und wenn ich da jedes einzelne Spiel zurückdenke, weiß ich auch nicht, wie schnell das so gegangen ist. Oder auf einmal hast du schon 100. Und dann denkst du auch, pff, Wahnsinn, wie viel du eigentlich schon gespielt hast für so einen geilen Verein. Und ja, macht mich auf jeden Fall stolz und taugt mir, weiter geht's. Ich habe jetzt, glaube ich, gleich viele Spiele, wie ich schon auf der Bank gesessen bin, gespielt. Also schon richtig viel dabei gewesen. Also ich habe da auch richtig lang davor schon warten müssen. Da war halt wieder mal ein Cut und ja, es geht halt einfach schnell im Fußball, wie man sieht. Es kann am einen Tag hast du vor mir einen Verein und hast Angebote aus dem und dem Land und am nächsten Tag hast du eine Verletzung oder es läuft nicht so gut, läuft der Vertrag aus, auf einmal stehst du wieder ohne nichts da. Also es geht so schnell im Fußball. Das ist natürlich auch das harte Geschäft, aber wenn es ins Positive geht, ist auch das schöne Geschäft wieder. Man probiert natürlich einfach in die Jahre, wie ich immer sage, alles auszuzahlen. Also sei es Ernährung, sei es Extraeinheiten, sei es das. Es gibt so viele Punkte, die man da aufzählen kann, was einfach im Privatleben enorm wichtig ist, dass man da fokussiert bleibt, hundertprozentig auf seine Sache. Man hat halt nun mal nicht so viel Jahr im Fußball und da muss man einfach alles rausholen. Und da ist jede Kleinigkeit eigentlich im Privatleben wichtig. Laut Torwarttrainer Alex Bade ist Patrick Benz sehr selbstkritisch, strebt immer nach einer Art Perfektion. Ich weiß genau, was ich kann und wenn ich das nicht sage, zum Beispiel im Training oder wenn ich am Ball nicht so verarbeite, wie es mir gewünscht hätte, dann bin ich einfach sauer auf mich selber und weiß, glaube ich, beim nächsten Ball muss ich das ganz anders machen wieder, weil ich genau weiß, ich kann das besser, auch wenn der Alex dann halt oft sagt, ja, das passt schon, das war schon in Ordnung, also das kann man nicht anders lösen, weiß ich dann oft für mich auch und sage das dann auch zu mir laut oder zu allen laut, nein, das kann ich anders lösen, weißt, weil genau was, den muss ich festhalten jetzt oder sowas in die Richtung. Ich nehme gern die Sachen auf mich und sage, okay, es war meiner, weil ich halt für mich persönlich das wegstecken kann. Ich bin nicht so einer, der dann einfach einen Kopf habe und, ah, scheiße, jetzt ist das ganze Spiel verloren. Nein, gar nicht, stecke weg, zack, nächste Aktion. Also, glaube ich, das hat mich schon geprägt, die ganzen Sachen, was ich dabei erlebt habe, dass ich so bin, so kritisch. Ich glaube, vor allem beim Tormann sollte man sich dann doch wieder fokussieren aufs Bälle halten und nicht, wie dann oft schon diskutiert worden ist, okay, der muss am Fuß da und da und das ist ein öfter Feldspieler, aber beim Tormann kommt es noch immer darauf an, dass er Bälle einfach hält und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir trainieren schon viel matchnahe Sachen, sage ich jetzt einmal. Vor allem mit Alex jetzt, wo wir extrem reingehen in die Match-Szenen. Also das bringt mir schon richtig viel. Ich glaube, uns allen, ganzen Damen-Team bringt das richtig viel. Und wir haben schon ein geiles Trainingsprogramm. Und wie man sieht, tragt das dann auch Früchte. Patrick Benz findet das Auftreten der gesamten Mannschaft im neuen Jahr besser als noch im Herbst. Ich glaube, wir sind am Platz einfach eine richtige Einheit geworden, wenn man das so sagen kann. Wir agieren zusammen, also nicht mehr so, beim Pressing sieht man es gut immer, so wie jetzt in Riad, wie wir das früher durchgeschossen haben, haben wir einfach als ganze Mannschaft presst. Wir haben nicht einer einzeln, dann der nächste, sondern wir haben gleich kompakt als Einheit agiert und ich glaube, das zeichnet uns jetzt aus. Wir haben einfach das jetzt drin, dass wir nie aufgeben, alles ist möglich, man kann innerhalb von 5 Minuten ein Spiel dran und das ist uns einfach bewusst worden, was auch beim, oder für den Verein auf dem Spiel steht und das Ganze. Da müssen wir einfach dranbleiben. Klar hätten wir uns von den ersten 3 Spielen jetzt 21 9 Punkte erwartet, aber mit 7 können wir uns jetzt auch nicht beschweren. Natürlich haben wir gegen Wattens unglaublich viele Chancen gehabt, wo wir eigentlich in der ersten Halbzeit vielleicht sogar schon 3-0 führen können, aber können wir jetzt auch nicht mehr ändern und wir müssen schon wieder nach vorne schauen und vielleicht können wir in Salzburg was mitnehmen. In Salzburg geht es am Samstag um nicht weniger als um den Einzug ins Cup-Halbfinale. 3 Siege noch und dann haben wir einen Titel. Also so schnell wie im Cup kannst du keinen Titel gewinnen und das ist halt schon ein richtig großer Anreiz für uns alle. Wir müssen einfach alles reinhauen. Ich glaube, keiner erwartet sich richtig viel von uns, weil halt jeder sagt, okay, die haben das Los Salzburg gekriegt, da sind sie eh weg. Aber ich glaube, das macht uns dann schon wieder ein bisschen gefährlich, dass wir halt wirklich überraschen können einfach. Und im Cup ist alles möglich. Also würde ich uns da auf keinen Fall abschreiben.